Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns wieder mal an der Strecke Augsburg-München zwischen Altegenberg und Haspelmoor. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. Mal schauen, was uns hier heute alles so erwartet. Danke an den TF und schöne Grüße zurück. Express mit dem Containerzug Richtung Augsburg. ICE 4 Richtung Augsburg. Die ICEs folgen hier gerade im Blockabstand. Sehr schön. Übrigens schreiben wir heute den 23. April 2022. Und wie gesagt, sind wieder an der Strecke München-Augsburg in der Nähe von Altegenberg. Auch güterzugmäßig ist heute einiges los. Der Quietschi Richtung Augsburg. Und der Gegenzug Richtung München vom Fugger Express. Jetzt fahren sie noch in Rot, aber ab dem großen Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres werden sich die Züge in Blau verwandeln, da Go Ahead die Streckenleistung übernimmt. Zweimal ICE 2.
kommt wieder ein Güterzug Richtung München. Der könnte sich heute als Flachstellenkönig entwickeln. Schauen wir mal, was noch so kommt. EuroCity nach Dortmund, heute mit plus 50. ICE Sprinter Richtung München. Das ist ja mal was Besonderes. Eine rote Class 66 oder 77. Danke an den TF von Metrans für den Lichtgruß. Und schöne Grüße natürlich zurück.
LKW-Weiterzug. So, liebe Eisenbahnfreunde, mit dem ICE 1 Richtung München möchte ich mich dann heute langsam von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt, und ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Andreas L. Ja, kaum ist man am Zusammenpacken, da kommen gleich noch mal zwei Züge. Als erstes der Mops Richtung Augsburg und jetzt der IC Richtung München. Aber das soll es nun wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas L. Und kaum die Kamera vom Stativ genommen, da kommt noch mal ein Güterzug auf der Schnellfahrstrecke Richtung Augsburg. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Also, ciao.